Finde in diesem Video heraus, welche Inliner die besten sind und worauf es ankommt. Alle Links zu den Produkten findest du in der Videobeschreibung. Die K2 Alexis 80. Du suchst Inline-Skates speziell für Frauen? Dann sind die Alexis 80 Pro Skates genau das Richtige für dich. Die Skates sind schmal geschnitten und bieten dennoch genug Platz für breitere Waden. Du kannst die Skates in verschiedenen Größen erwerben und das ansprechende Design in Schwarz, Weiß und Orange zieht bestimmt einige Blicke auf der Straße auf sich. Das leichte Gewicht und die angenehmen Softboots garantieren dir ein spaßiges und angenehmes Skate-Erlebnis. Die Softboots umschließen deine Füße ideal und sind mit einer traditionellen Schnürung ausgestattet. Durch die individuelle Anpassung beim Schließen und den Einsatz von Schnallen und Klettriemen sorgt die Schnürung für Stabilität und Halt. Auch die Kunststoffummantelung am Schaft sorgt für mehr Haltbarkeit und Robustheit. Das Stability Plus Cuffs System hilft dir dabei, ein angenehmes, sicheres und stabiles Fahrerlebnis zu erfahren. Dank der speziellen Tech Composite Rahmens sind diese Inline Skates vibrationsdämpfend entwickelt und garantieren ein ruhiges Skating, das deine Gelenke und Knochen in jeder Bewegung schont. Auch auf unebenen Untergründen wirst du kaum eine Veränderung des Fahrverhaltens bemerken. Für zusätzlichen Schutz sorgen die stabilen Schienen und der Schaftschutz bei einem Sturz. Eine am Rahmen montierte Bremse sorgt für noch mehr Komfort und Sicherheit bei deinem Skate-Erlebnis. Die K2 Fit 84 Speed. Du suchst nach geeigneten Inlinern für Männern? Dann sind die K2 Fit 84 Speed Alu-Inliner mit ihrem schwarz-roten Design und breiten Passformen genau das Richtige für dich. Die Skates sind in verschiedenen Größen von 36 2/3 bis 49 erhältlich. Die bequemen Softboots passen sich perfekt an deine Füße an und bieten sowohl Komfort als auch Stabilität. Deshalb sind die K2 Skates sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Freizeitfahrer geeignet. Das Modell bietet eine hohe Stabilität, um eine kontrollierte und angenehme Fahrt zu ermöglichen. Die Stability Plus Cuff Kunststoffummantelung schützt die zwei Schäfte vor Stößen und Schlägen. Die Skates sind mit einer Stemmschiene aus Aluminium ausgestattet. Die traditionelle Schnürung mit Klettverschluss und zusätzlichen Schnallen sorgen für mehr Stabilität. Das spezielle Mesh-Obermaterial macht die Softboots atmungsaktiv, was verhindert, dass deine Füße schwitzen. Die Inline-Skates von K2 haben eine Bremse, die du bei Bedarf austauschen oder an dem anderen Inliner montieren lassen kannst. Die 8 Wheels haben einen Härtegrad von 80A und einen Durchmesser von 84 mm. Die Hudoro Mir Leon. Du suchst nach passenden Inlinern für dein Kind? Dann sind die Hudora Inliner die ideale Wahl. Die bequemen Softboots sind gut gepolstert und haben eine perfekte Form für Kinderfüße. Durch jeweils zwei Schlaufen an der Lasche und am Schaftabschluss ist das Anziehen der Skates kinderleicht. Mithilfe der praktischen Einstiegshilfen können die Kinder die Skates sogar ohne Erwachsene problemlos anziehen. Das Schnellschnürsystem ist einfach zu bedienen und erfordert keine Kenntnisse über einen richtigen Knoten. Die Inliner werden durch ein einfaches Ziehen an der Schnur fixiert. Powerstraps mit Klettverschluss sorgen für einen noch besseren Halt der Füße. Die Press-Lock-Schnallen verbinden die Inliner mit der Wade und somit mit dem gesamten Bein. Die Schnallen sind einfach zu lösen und schnell einzurasten. Das Air-Vent-Belüftungssystem sorgt dafür, dass die Füße nicht zu sehr schwitzen und die Boots dadurch nicht unangenehm riechen. Eine gute Belüftung ist besonders wichtig, um die Langlebigkeit der Skates zu erhalten. Die Mir Leon Inliner haben 8 Polyurethanrollen, die sich durch ihr Gewicht, ihre Langlebigkeit und ihre Funktionalität bewährt haben. Mit einem Härtegrad von 82A eignen sie sich perfekt für kindgerechtes Fahren, da sie eine hohe Haftfähigkeit haben und Erschütterungen gut absorbieren können. Die Wheels haben verschiedene Durchmesser, um einen sicheren Umgang zu gewährleisten. Die Inliner in Größe S haben die kleinsten Wheels mit einem Durchmesser von 64 mm und sind dadurch die langsamsten. Wir hoffen, dass wir euch helfen konnten, eine Kaufentscheidung zu treffen. Alle Produkte sind in der Videobeschreibung verlinkt.